Hallo Leute und herzlich willkommen zur neuen Gottvorstellung. Diesmal von Danzaburu, der legendäre Tanuki. Er ist der neueste japanische Hunter im Spiel. Er ist der letzte Gott aus Season 7 und ist ein bisschen Trickster-like, also ein bisschen wie Loki so von der Idee her. Also er soll Leute verwirren und nerven und sowas. Und das kann Danzaburu sehr gut und er kann sehr viel Geld haben. Okay, dann hier seht ihr das Model erstmal kurz von vorne. Und dann sehen wir uns gleich in-game. Bis gleich. Bevor wir uns das in-game sehen, hören wir uns kurz an, was er sagt, wenn man ihn pickt. Danzaburu. Okay, Danzaburu. Gut, dann sehen wir uns sofort in-game. Schauen wir uns kurz mal an, was seine Backport-Animation ist. Okay, das sah sehr cool aus. Aber das ist einfach eine Rakete, okay. Kein Problem. Sehr schön. Okay, gut. Okay, dann kommen wir erstmal zu seinen Autotags. Denn Danzaburu hat eine Knarre, mit der er Raketen verschießt. Was ist so übertrieben geil ist. Man kann hier sehen, der Sound ist sehr cool, also der Sound gefällt mir sehr gut. Jetzt plopp. So. Ich habe schon ein bisschen eingekauft, deswegen greife ich es schnell an. Und hier sieht man es, wenn man die Wand angreift. Es explodiert in Blättern. So. Oh, der Sound ist sehr cool. Es hat einen sehr Comic-Sound, finde ich. Comic-Sound. Aber es gefällt mir sehr gut. Also der Sound fühlt sich sehr gut an, damit zu schießen. Hat einen sehr tollen Sound, wirklich. Und es sieht auch gar nicht mehr so scheiße aus. Es sieht wirklich cool aus. Es hat was. Das könnte vielleicht nervig werden irgendwann mal, weil ich glaube, irgendwann kann das halt nervig werden. Aber naja, gut. Das wären jetzt mal die Autotags. Dann kommen wir sofort zu Passiven. Danzaburus Passive heißt auf Englisch Dubious Savings. Also dubiose Ersparnisse. Auf Deutsch. Immer wenn Danzaburu Geld verdient, behält seine Passive 10% dieses Geldes und versteckt sie in einem Goldbeutel von ihm. Danzaburu kann bis zu 4 Goldbeutel haben. Und wenn ein Goldbeutel voll ist, dann bekommt er erstmal Bonusgold. Und bekommt extra Damage. Also kann extra Damage machen damit. Permanent auch sogar. Und wenn halt voll ist, dann wird es auf den nächsten hoch gestackt. Es geht von 80 bis 140, dann zu 120 und dann zu 380, 140, 200, 300. So. Also ich kann kurz zeigen, wenn ich kurz zu Minions komme, müsst ihr mir über mein Profilbild sehen, mit dem Geld. Wenn ich die jetzt schon kille, dann sieht man, ich behalte Geld, oder er behält Geld. Was erstmal egal ist, weil, also ohne Witz ist es übertrieben cool, mehr Geld zu verdienen insgesamt, weil ich kann mal kurz die Goldfilm machen. Das sieht euch ein bisschen besser. Warte, ihr könnt schon mal ein bisschen sehen, was die Ultimate, was die Fähigkeiten machen. So. Aber es dauert natürlich ein bisschen genug Geld zu verdienen. Deswegen sehen wir uns gleich wieder. So, dann schauen wir uns kurz die letzten paar Gold an, die ich bekomme. Ernsthaft? Ein einziges Goldfeber? Wow. Gut, dann kann man gleich sehen, was passiert. Denn ich müsste extra Damage bekommen. So, ja, habe ich. Extra Damage und der Gold Pouch hat sich aufgelevelt. Und er wurde größer. Also. Das ist eigentlich ein wirklich cooles Passive, das kann ihm wirklich viel helfen. Aber es ist halt eine. Sie ist nicht überpowered, weil es dauert ein bisschen, bis man genug Geld hat. Und damit kann er halt wirklich im Late Game nicht schlecht abschneiden, wenn er halt einfach so viel extra Power bekommt. Okay, dann kommen wir zur nächsten Fähigkeit. Danzaburus erste Fähigkeit heißt auf Deutsch Narrengold. Bei der Fähigkeit schmeißt er 3 Säcke von Gold in diese 3 verschiedenen Richtungen vor sich hin. Diese Säcke fliegen für kurze Zeit und gehen durch Gegner zumindest durch. Wenn sie einen Gegner treffen, stoppen sie und explodieren. Zack. Und machen darauf mit Schaden. Sie können an Wänden abprallen. Und was das Coolste an dieser Fähigkeit ist, wenn sie einen Gegner treffen, kann ich mal kurz zeigen. Zack. Dann droppen sie Gold. Beziehungsweise Goldmünzen.
Wieso kann dann Saburo oder sein Team aufnehmen? Und sie geben ihn gerade schon mal 9, aber eigentlich 10 Gold. Laut der Website. Also zack, zack, zack. Nur dann Saburo und sein Team können diese Münzen aufsammeln. nachdem der Gegner von einem Sack getroffen wird und dann nochmal von einem zweiten Sack getroffen wird, macht der zweite Sack nur noch 20% Schaden. Und man kann sehen, wenn ich alle drei Säcke treffe, dann droppt der Gegner 3 Goldmünzen. Die Fähigkeit ist richtig nice. Hier will ich mal kurz zeigen. Wenn sie stehen bleibt irgendwann, dann explodiert sie nochmal und macht auch nochmal Schaden. Also einmal dieses Durchdringen macht Schaden und einmal die Explosion macht Schaden. Kann ich mal kurz zeigen. Hier, kann ich kurz? Ja. Zack. Einmal Schaden und nochmal. Der Gegner ist auch zur gleichen Zeit dann, wenn er getroffen wird, verwirrt, beziehungsweise berauscht. Im Sinne ist hier. Ist halt die. Ähnlich wie die Ultimate von. Wie heißt der Bacchus? Zack. Nur, dass es immer eine Skröte ist. Das ist eine sehr coole Fähigkeit. Okay. Kommen wir mal zu Danzaburos dritter Fähigkeit, nämlich Tanuki-Trickserei. Danzaburo erzeugt ein Feld um sich herum, was ihm einen Haste-Defekt gibt. In dem Feld kann er nicht verlangsamt werden, das Feld verlangsamt Gegner, die da drin stehen. Hab ich irgendwas vergessen? Ich glaube, das ist es erstmal. Und wenn er aus dem Feld rausgeht, verwandelt er sich in ein Blatt. Mit ganz vielen anderen Blättern um ihn herum, die seine Bewegungen imitieren. Was erstmal richtig. Also, das ist richtig geil. Das soll sozusagen dazu dienen, dass dann sein Bruder da rausgehen kann, ohne dass er sich Sorgen machen muss, dass sein Gegner ihn sieht. Sondern dass der Gegner genau weiß, wo er langläuft. Man kann gut sehen, der Gegner wird dann verlangsamt. Und hier ist man in den Blättern. Man verschwindet aus der Plattform, wenn man Auto-Attacks macht oder wenn ein Gegner ihn angreift. Ich kann dir mal kurz zeigen. Mal kurz hin, slow. Oder kurz. Zack. Hier. Man kann auch sehen, das Feld verschwindet, wenn dann Saburo rausgeht. So, man kann auch halt sehr gut sehen, wenn er angreift, geht raus. Gleiche geht halt auch für Schaden. Also ähnlich wie die Unsichtbarkeit von Morrigan. Jo. Ah, und in der Plattform hat dann Saburo noch ein bisschen mehr Movement Speed. Jo. Das ist also. Hier, das Movement Speed hat er auch in der, hier im kreisförmigen Bereich drin. Die Fähigkeit ist übertrieben cool. Also ich finde es cool, dass er so ein Gott so eine Fähigkeit hat. Ich finde es aber lustig, so einfach herumzurennen. Ist wirklich sehr, sehr nice. Aber doch mit dem Blättern, wenn du einfach ein bisschen bescheuert läufst und du weißt, hat der Gegner einfach keine Ahnung, wo du langläufst. Außer er macht jetzt sofort Schaden, was eigentlich meistens nicht so ganz passiert. So. Zack. Also gerade hat man noch als Blatt. Diese Plattform mehr Movement Speed als in der, als in dem Bereich drin. Vielleicht mal wichtig zu sagen, vielleicht wird es irgendwann verändert. Könnt ihr euch gut vorstellen, wenn sie ihn nerven sollten, dass das irgendwie so eine Fähigkeit ist, die genervt werden könnte, weil es hat sehr, sehr viel. Also es passiert sehr, sehr viel, wirklich. Okay, dann kommen wir jetzt zu Danzaburos ultimativer Fähigkeit. So rum. Hi. Danzaburos zweite Fähigkeit heißt verlockende Flasche. Danzaburo trinkt kurz aus einer Sargflasche. Heilt sich und wirft diese dann weg. Die bleibt dann an dem Zielort stehen für kurze Zeit und macht dem Gegner, wenn er da drin stehen sollte, Schaden. Und gibt ihm Stacks von der Fähigkeit. Nachdem der Gegner 3 Stacks davon eingesammelt hat, bis er bekommen hat, greift er die Flasche an. Zack. Also er greift die Flasche an. Er bekommt halt weiterhin kurz ein bisschen Schaden. Und greift. Ja, hab ich schon erzählt. Greift die Flasche an. Die Flasche kann nach. 4 Auto-Attacks zerstört werden. Zack. So. Dieser Torn dauert nur kurze Zeit. Und wird abgebrochen, wenn der Gegner mehr als 30% seines maximalen Lebens verloren hat. Die Hardung von der Fähigkeit ist nicht schlecht. Ich kann mal kurz zeigen. Hier. So, okay, er hat's geultet. Nicht so hilfreich, aber egal, man konnte glaube ich sehen, was die Fähigkeit macht. Und der Gegner wird verlangsamt, wer davon getroffen wird. Die Versprechung dauert nur eine einzige Sekunde. Jedenfalls gerade noch. Mal schauen, vielleicht wird es irgendwann verändert. Aber ich kann es mir so ganz gut vorstellen.
Okay, das wäre, es ist wirklich ein gutes Sustaining-Tool. Und halt auch wirklich keine schlechte CC für Danzaburu. Für Fights und so, das kann ich mir sehr, sehr nervig vorstellen. Einfach vor kurzer Zeit getauntet zu werden und einfach so eine Fähigkeit in eine irgendwie in ein Teamfight reinzuwerfen. Eine Menge an Gegnern und die sich dann einfach, die einfach die Flasche angreifen und da irgendwie reinlaufen, ist halt ganz schön böse. Okay. Danzaburus Ultimate heißt rasende Rakete. Danzaburu erzeugt eine Rakete aus Bambus, aus einem Laubblatt. Diese Rakete kann er auf einen Gegner ranziehen. Dieser Gegner wird dann von der Rakete verfolgt und wenn sie ihn trifft, wird er gestunt für kurze Zeit und bekommt natürlich Schaden. was einfach, ich kann auch sagen, ey, greif bitte mal, greif mal den an. Es ist richtig geil. Und halt in einem Explosionsbereich um den Gegner herum, den man anvisiert und wo die Rakete explodiert, bekommen natürlich alle Schaden. Die Rakete kann aber auch ins Nix laufen, müssen in Nix schießen und macht erstmal gar keinen Schaden. Zack. Lol, okay, gut, aber sie hat einen riesigen Radius. Das wollte ich gerade gar nicht, aber egal. So, hier. Zack. Das ist ein Bug. da kann ich einfach hier hinten hinschießen und... Nee, so. Kann man sehen, sie kann auch weglaufen. So, einfach passiert nichts. Wenn man sie gegen Wände schießt, explodiert sie nämlich auch nicht. Oh doch, gegen Wände explodiert sie schon, sorry. Ah, und das Geile an dieser Fähigkeit ist einfach, wenn man die Fähigkeit nochmal reaktiviert, wenn man sie gerade auflädt sozusagen, wenn er die Rakete gerade erzeugt, dann kann Danzaburu in die Rakete mit reinspringen. Das ist so eine geile Fähigkeit. Ich weiß nicht, wie oft man das tun wird, weil das etwas Kamikaze-Aktion ist. Aber das ist natürlich nice. Der Gegner ist gestunt. Du bist an den Gegner dran. Du kannst deine 3 aktivieren und ihn slowen. Du kannst deine 2 aktivieren und ihn taunten. Ist halt sehr, sehr nice. Aber ich finde aber auch schon dieses Prinzip von die Rakete lockt einen Gegner an. Ist einfach verrückt. Und das dann ist halt später auch bei 1,4 Sekunden. Jedenfalls gerade noch. Was einfach wirklich krass ist. Das ist eine geile Ultimate. Das ist eine wirklich coole Idee einfach auch. Aber auch, dass man damit reinspringen kann. Da hat man es übertrieben schnell, wirklich. War da gerade ein... Oh, warte, das muss ich mir anschauen, sorry. Das muss ich mir anschauen, das sah jetzt sehr cool aus. Ich spring rüber. Hi. So, ich muss mal ganz kurz schauen. Ha! Wie geil! Ah, und die Rakete explodiert auch, wenn man halt nichts trifft. Wenn man als Danzaburu da reingeht. Und er hinterlässt einfach einen kleinen, eine kleine Kopie von sich. Wie geil ist das bitte? So, okay. Das wäre es erstmal zu einer seiner Fähigkeiten. Und halt auch der Ultimate. Das ist alles sehr, sehr cool. Gut. Dann sind wir hier und hören uns seinen Voice Pack an. Do not underestimate me. I can be frighteningly fast, deadly and other scary things. The man with the bigger gun always wins. Oh, in this case, the Tanuki. Narehoda. You think just because I'm small, I want to put up a fight? You want a sip of my sake, huh? Well, you're gonna have to come over here and get it. Are you sure this is the real me? Okay, okay, it is. Now put down your weapon. Narehoda. You think just because I'm small, I want to put up a fight? Do not compare me to a kitsune. We tanuki are the best. Don't you forget it. Ore wa Danzaburo, kakatte koe! What? Are your subtitles not turned on? I once hid as a teapot, but someone took me and locked me away for a year. Never again. Do not compare me to a kitsune. We tanuki are the best. Don't you forget it. Sugae!
Shinjiranerai. Well done. That's right. Danzaburo is the best. Gambatte. Let's all have fun. Konnichiwa. Sayonara. Yabai. Let's all have fun. Yosh. You're welcome. Daijoube. Shikata nai. Omoshiroi. Konnichiwa. Yokatta. Completed. Kesada. Yes. Ultimate is ready. Ultimate is down. Stay here. It's a trap. Group up. Behind us. Completed. Urutai. Urutai. Und dann kommen wir noch zu seinen Todesanimationen. Oh. Oh, das ist ein bisschen. Ouch. It is not my time. Oh. Wie süß. Okay. Dann würde ich aber sagen, ich hoffe mal, ich hatte das God Spotlight gefallen. Abonniert, falls ihr noch nicht getan habt, lasst gerne ein Like da. Und ja, dann. Falls ihr noch irgendwelche Wünsche habt, beziehungsweise irgendwelche Fragen so rum, habt zu Danzaburo, schreibt es in die Kommentare. Ich gehe gerne auf Fragen ein. Ich erkläre euch noch ein paar Sachen. Danzaburo sollte am 15. Dezember rauskommen mit dem neuen Patch und ist damit, wie schon am Anfang gesagt, der letzte Gott im Spiel für 2020, also aus Season 7. Der nächste Gott, beziehungsweise die nächste Göttin nächstes Jahr, dürfte Tiamat sein, die eigentlich aus dieses Jahr rauskommen sollte, aber halt verschoben wurde. Wegen Corona und Zeitgründen und sowas. So, okay. Dann bei Kritik auch gerne Kommentare. Ich gehe gerne auf Kritik ein. Und jo. Passt euch auf. Ich hoffe mal, euch hat es ganz dir gefallen. Abonniert, lasst ein Like da. Und jo, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.